Die Philippinen. Hier in den Kordilleren lebt ein Bergvolk, dessen Krieger für jeden Kopf eines Gegners ein Tattoo bekommen. Hoffentlich überlebe ich das. Ich möchte diese uralte Tradition näher kennenlernen, bevor es sie nicht mehr gibt. Ich kann nicht glauben, dass ich dich tätowieren darf. Und hoffentlich bekomme ich mein eigenes Kalinga-Tattoo. Ich bin Lars Krutek, Tattoo-Anthropologe. Blutiger wird's nicht. Ich bin auf der Suche nach einigen der seltensten Tätowierungen der Welt. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier miterleben darf. Seit Tausenden von Jahren haben die Menschen Dinge auf ihrem Körper verewigt, die ihnen wichtig sind. Ich mache mich daher auf den Weg, um mir die außergewöhnlichsten Tätowierungen der Welt in die Haut ritzen zu lassen. Ich befinde mich im Norden der Philippinen auf der Suche nach einem Kalinga-Kopfjäger-Tattoo. Die Kalinga leben in den felsigen Kordilleren. Sie sind ein wilder Stamm, der dafür bekannt ist, die Köpfe seiner Gegner zu sammeln. Kalinga bedeutet Gesetzloser und dieses Volk war bei seinen Feinden über Jahrhunderte für seine Brutalität gefürchtet. Für jeden abgetrennten Kopf bekamen die Krieger eine Tätowierung. Heute ist das Abtrennen der Köpfe nicht mehr üblich und daher droht diese Art der Tätowierungen auszusterben. Ich mache mich jetzt auf in den Norden der Insel. 16 Autostunden von der Hauptstadt Manila entfernt liegt der Ort Buscalan. Dort finde ich hoffentlich jemanden, der immer noch die traditionellen Kopfjäger-Tattoos sticht. Ich möchte alles über diese aussterbende Kunst lernen. Und ich hoffe, dass ich am Ende sogar mein eigenes Kalinga-Tattoo bekomme. Für einen Tattoo-Anthropologen wie mich ist das eine großartige Gelegenheit. Aber auf der anderen Seite ist die Reise nicht ungefährlich. Ich bin ein bisschen nervös. Wir sind hier fernab jeglicher Zivilisation. Hier gibt es verschiedene bewaffnete Auseinandersetzungen, Blutfäden und Rachemorde. Die Philippinen wurden 400 Jahre lang besetzt. Zuerst von den Spaniern, dann von den USA. Die Kalinga waren eines der wenigen Völker, die sich den Besetzern nicht unterworfen haben. Auch heute noch sind sie sehr misstrauisch gegenüber Fremden. Nach 3 Tagen komme ich endlich im Dorf an. Doch es ist noch nicht sicher, ob ich hier auch bleiben darf. Da du uns besuchen willst, werden wir ein Schwein töten. Seine Leber zeigt uns dann, welches Omen du mitbringst. Und wenn es ein schlechtes Omen ist? Dann müssen wir zurück nach Bugnai. Und wenn es gut ist, darf ich bleiben. Ja. Die Dorfbewohner haben Angst, dass mein Besuch die Geister verärgern könnte. Wenn dem so ist, könnte das Dorf von tödlichen Krankheiten heimgesucht werden. Noch nie während meiner Reisen hing mein Besuch an einem Ort von einem Ritual ab. Und das Töten dieses Schweins ist für mich äußerst befremdlich. Die Frau, die aus der Leber mein Omen liest, heißt Wang Ott und ist die Tätowiererin, die ich gesucht habe. Aber vielleicht werde ich sie nie kennenlernen, weil mein Omen schlecht ist. Sie sagt, die Leber ist sehr gut. Wang Ott sagt, dass ich im Dorf bleiben kann. Ich darf sogar in ihrem Haus wohnen, weil sie keine eigene Familie hat.
Das wäre mir eine große Ehre. Wang Ott erklärt mir, dass es ein paar Bedingungen dafür gibt, dass sie mich in die Kunst des Tätowierens einführt. Du bekommst eine Tätowierung, aber nur, wenn du alles über unsere Traditionen lernst und verstehst, wie der Alltag hier aussieht. Meine Gastgeberin macht mir klar, dass man in der Tradition der Kalinga nicht um ein Tattoo bittet, sondern es sich verdienen muss. Für mich als Fremden wird das kein leichtes Unterfangen. Ich hoffe, dass ich mich ihnen gegenüber beweisen kann und alles über das Leben der Kalinga und ihre Arbeit lernen werde. An meinem ersten Morgen bei den Kalinga kommt ein Krieger namens Fena ins Dorf, um von Wang Ott eine Tätowierung zu bekommen. Das kann nur eines bedeuten: Er hat jemanden getötet. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier erleben darf. Fena hat vor kurzem 3 Männer getötet, die sein Dorf angegriffen haben. Wang Ott tätowiert ihm für jeden getöteten Feind eine Linie auf die Brust. Ein paar Männer von einem anderen Stamm wollten uns Land wegnehmen. Also habe ich sie umgebracht. Es ist eine Ehre für mich, zur Verteidigung meines Dorfes zu töten. Das Tattoo auf Fenas Brust wird Bi King genannt. Es ist das wichtigste Tattoo der Kalinga, denn es steht für den Mut des Kriegers, der es trägt. Auch wenn es eine Ehre ist, diese Tätowierung zu tragen, ist es ebenso eine Qual, sie zu bekommen. Der Stachel des Orangenbaums ist messerscharf, wie eine Nähnadel, die hunderte Male pro Minute in die Haut sticht. Da läuft's mir kalt den Rücken runter. Da läuft eine Menge Blut aus den Linien. Fena zuckt jedes Mal vor Schmerz, wenn der Stachel die Haut nach oben zieht. Die Dorfbewohner glauben, dass dieses Ritual auch eine ernstzunehmende religiöse Erfahrung ist, bei der die Geister von Fena erwarten, dass er sie wie ein Mann durchsteht. Wenn er das nicht schafft, werden Tod und Zerstörung über das Dorf hereinbrechen. Die anderen Tätowierer sind alle tot. Ich bin die Letzte, die noch am Leben ist. Wenn sie stirbt, gibt es keine Tattoos mehr. Wang Ott muss ihr Wissen an ein anderes Dorfmitglied weitergeben, sonst ist Fena vielleicht der letzte Krieger, der das traditionelle Kalinga-Tattoo erhält. Wenn die Tätowierung fertig ist, sieht Fena so ähnlich aus wie dieser Krieger, der seine Tattoos im Zweiten Weltkrieg verdient hat, als er gegen die Japaner gekämpft hat. Wow, this man is covered in warrior tattoos. Dieser Mann ist voller Krieger-Tattoos. Das sind die Grundlinien, die auch Fena auf seine Brust bekommen hat. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Hier sind Schlangen, Tausendfüßler und auf den Armen sind wunderschöne geometrische Linien. Kalinga-Tattoos könnten schon in der nächsten Generation verschwunden sein. Heute wird ein Fest zu Ehren von Fena gefeiert, der stolz sein neues Kalinga-Tattoo präsentiert. Trag das bei der Feier, dann stehst du mit Sicherheit im Mittelpunkt. Obwohl ich erst seit 2 Tagen hier bin, darf ich an der Feier teilnehmen. Keine Ahnung, worauf ich mich hier eingelassen habe. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Tanz für Fena. Dabei schlagen die Männer auf geweihte Gongs, deren Griffe aus menschlichen Unterkiefern bestehen.
Wenn wir einen Feind besiegen, behalten wir den Unterkiefer für unseren Gong. Diese Unterkiefer halten einem vor Augen, wie viele Feinde die Kalinga bereits getötet haben. Der Höhepunkt des Festes ist ein traditionelles Kräftemessen unter den Kriegern. Und ich soll daran teilnehmen. Danke, hoffentlich überlebe ich das. Ich reibe mich mit Schweinefett ein. Sie wollen, dass ich eines der Teams anführe. Es ist so ähnlich wie Tauziehen, aber es gibt kein Seil. Unsere Körper sind das Seil. Man muss den Griff so lange wie möglich halten. Lässt man dreimal los, hat das Team verloren. Es sieht aus wie ein Spiel, aber die Kalinga nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst. Nicht einfach. Das ganze Öl macht das Ziehen viel schwieriger. Es steht 2 zu 0. Wenn ich noch einmal abrutsche, haben wir verloren. Wie war ich? Gut, weil wir gewonnen haben. War wohl ziemlich schlecht. Er sah aus wie ein Frosch. Ich bin enttäuscht von Lars. Ich habe mich zwar ziemlich blamiert, aber es war trotzdem unglaublich, an diesem Ritual teilzunehmen. Tagsüber fühle ich mich relativ wohl im Dorf, aber in der Nacht ist es ziemlich gruselig hier. Überall sind tote Spinnen. Und ich meine nicht diese kleinen niedlichen, sondern Spinnen in der Größe meiner Handfläche. Und die größte von allen sitzt genau über meinem Bett. Mein dritter Tag bei den Kalinga ist angebrochen und die Dorfbewohner sind schon früh wach. Es ist gerade die Zeit zum Reispflanzen und es gibt eine Menge zu tun. Wang Ott bringt mir bei, wie man Reis stampft. Die Kalinga verehren verschiedene Götter, aber der Reisgott ist der wichtigste, weil Reis der Hauptbestandteil jeder Mahlzeit ist. Noch schneller? Ein Stößel. Ich versuche, Wang Ott davon zu überzeugen, dass ich wie ein Kalinga leben kann. Aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Hoffentlich läuft es beim Reispflanzen besser. Der fruchtbare Boden und das feuchte Klima hier bieten die perfekten Voraussetzungen für den Reisanbau. Ich muss zusehen, dass dieser Büffel in einer geraden Linie geht. Das war zu fest. Jetzt ist er sauer. Er mag es nicht, wenn man ihn berührt. Ich geb's auf. Das ist unser traditionelles Essen. Sind das Schnecken? Probier mal.
Okay. Das wird unser Abendessen. Isst man die roh? Okay, here goes, bombs up. Oh. Nicht essen, spuck sie aus. Another one? Noch eine? It's like a Tic-Tac. Wie ein Tic-Tac. Yeah, and, Er isst sie roh. Die muss man kochen. Spuck sie aus. We finished today. War ich gut? Lars hat seine Sache gar nicht mal schlecht gemacht. Aber er muss noch viel über die Kalinga lernen. Heute ist mein 5. Tag bei den Kalinga und Wang Ott schickt mich mit den anderen Männern zur Feldarbeit. Die Kalinga haben eine ganz eigene Methode, das Feld zu pflügen. Schlamm catchen. Die Männer kämpfen gegeneinander, um festzustellen, wer der stärkste Krieger ist. Und ganz nebenbei wird auch noch das Feld umgepflügt. Weil ich deutlich größer bin als die Kalinga-Männer, muss ich gegen den amtierenden Champion antreten. Ich habe den ersten Kampf gewonnen, aber es bleibt keine Zeit, sich über den Sieg zu freuen. Die Kalinga verlieren nämlich nicht gerne. Und daher geht's mir jetzt an den Kragen. Jetzt bin ich dran. Ein tolles Gefühl. Nass und schmutzig. Die haben mich echt fertig gemacht, aber sie waren auch zu sechst. Lars hat wie ein Karibu gekämpft, auch als ihn alle gleichzeitig angegriffen haben. Nachdem ich wieder annähernd so aussehe wie ein Mensch, frage ich Wang Ott, ob sie mir etwas über die Kalinga-Tätowierungen erzählen kann. Ihre 10-jährige Nichte Grace interessiert sich seit kurzem für das Tätowieren. Aber Wang Ott muss erst sicher gehen, dass Grace dafür überhaupt geeignet ist. Es ist kein leichtes Handwerk und man braucht viel Geduld und Hingabe dafür. Wang Otts Vorfahren haben schon vor Hunderten von Jahren Stacheln von Orangenbäumen zum Tätowieren benutzt. Wow, look at the size of that thorn. Er ist ganz schön groß. Damit funktioniert es am besten. Die ganzen Linien, das waren tausende Stiche mit einer solchen Nadel. Sie schabt den Ruß von einem Topf ab für die Tinte. Bambus, deshalb geht er so leicht durch. Das Tätowiergerät wird Lymphan genannt. Doch zuallererst muss ich lernen, wie man die Symbole zeichnet. Versuch's mal auf deinem Bein. Du musst es zuerst vermischen. Zeichne den Mund so wie ich hier. Der Tausendfüßler ist ein sehr beliebtes Symbol, denn angeblich weist er den Männern bei ihren Kriegszügen den Weg. Ihre Linien sind viel feiner als meine. Meine sind echt mies. Tief.
Wang Ott war 25, als ihr Mann gestorben ist. Danach widmete sie ihr Leben ganz dem Tätowieren. Heute, 62 Jahre später, ist sie die Einzige, die diese Tradition noch am Leben erhält. So sieht man uns besser. Sieh mal hier, das bist du. Lustig, oder? It's fun, huh? That's you, that's me. Du und ich gemeinsam im Bild. Am 9. Tag meines Aufenthalts versammelt sich das ganze Dorf, um das Ende der Reispflanzsaison zu feiern. Dabei gibt es verschiedene Wettkämpfe, in denen die Dorfbewohner gegeneinander antreten. Als erstes Reisstampfen. Der Gewinner bekommt ein lebendes Schwein. Ich trete gemeinsam mit Wang Ott an, aber ich glaube, sie hätte sich einen anderen Partner gewünscht. Mal sehen, ob er es schafft. Ich stampfe, bis meine Hände bluten. Die Feierlichkeiten finden zu Ehren des Reisgottes statt. Man sollte ihn nicht verärgern, indem man die Wettbewerbe nicht ernst nimmt. Ich stampfe so hart ich kann, aber sogar Wang Ott ist stärker als ich. Alle lachen mich aus, weil bei mir der ganze Reis auf den Boden fällt. Ich fühle mich schlecht, weil ich Wang Ott im Stich lasse. Ich versuche zwar wie ein Kalinga zu leben, aber ich mache mich zur Lachnummer des Dorfes. Bis wir fertig sind, ist es dunkel. Ich soll verschwinden, weil es ihr peinlich ist, mein Partner zu sein. Ich bin sehr enttäuscht. Er sieht vielleicht stark aus, aber er kann nicht mal Reis stampfen. Ich habe mich angestellt wie der letzte Idiot. Aber Wang Ott gibt mir eine letzte Chance. Ich will, dass du den Esswettbewerb gewinnst. Das werde ich, versprochen. Das muss ich essen. Ich trete gegen 10 erfahrene Kalinga-Männer an. Es gilt, möglichst schnell eine Schüssel voller Schnecken und scharfer Chilis zu verputzen. Sehr knusprig. Schmeckt eklig. Kam fast wieder hoch. Und der Gewinner ist Lars. Ich hab dir doch gesagt, dass ich gewinne. Gut, ich bin stolz auf dich. Die Chilis waren der Hammer. Ich kann meinen Sieg nicht lange genießen, denn der schmerzhafteste Wettbewerb steht noch aus. Beim sogenannten Bit-Bit-Nack müssen die Krieger beweisen, dass sie tapfer sind und ihre Gegner bezwingen können. Wer am härtesten zuschlägt, gewinnt. Ah.
Ich denke, es geht darum, sich auf den Kampf vorzubereiten und die Schmerzen zu verdrängen. Ich will ihn nicht schlagen, er könnte mein Großvater sein. Der Mann sieht zwar harmlos aus, aber er ist der amtierende Meister im Schenkelschlagen. Es geht eher um Technik als um Kraft. Ich bin ziemlich nervös. Gleich knallt's. Jetzt bin ich an der Reihe. Du hast gewonnen! Obwohl ich den Opa zu Boden gezwungen habe, hat er gewonnen. Es geht nämlich darum, wer den größten Abdruck auf dem Bein hinterlässt. Hübsch, oder? Das wird deine Tätowierung. Really? That's gonna be the outline of my tattoo? Seit 12 Tagen bin ich nun bei den Kalinga und seit genauso vielen Tagen übe ich mein Tattoo-Symbol. Für die richtige Konsistenz der Tinte muss man genau das richtige Verhältnis von Wasser und Ruß erwischen. Hier ist meine Tinte, mein Wasser und meine Schablone, die aus einem Grashalm besteht. In ein paar Tagen soll ich Wang Ott tätowieren. Ich bin nervös, aber Grace wird mir beim Training zur Seite stehen. Grace lässt mich an ihrem Arm üben. Mach dich ruhig schmutzig. Streng dich an. Warum willst du wie Wang Ott werden? Wenn sie stirbt, gibt es keinen Tätowierer mehr. Ich möchte diese Tradition fortführen. Wie findest du das? Du musst noch mehr üben. Und das von einer 10-Jährigen. Heute soll ich Wang Ott tätowieren. Ich verwende einen Stachel als Nadel. Hoffentlich verletze ich sie nicht. Jetzt sehen wir gleich, was du gelernt hast. Ich bin nervös und zittere. Ich kann das Symbol nicht erkennen. Kannst du mir auf dem Arm zeigen, wie es aussehen soll? Denn ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mach es ordentlich. Ich will keine der vielen Venen verletzen. Ich kann nicht glauben, dass du mich das tun lässt. Ich auch nicht. Jetzt die Beine. Ich versuche, einen Tausendfüßler auf Wang Otts Hand zu stechen. Er soll unter anderem ein Schutz gegen Cholera sein. Ja.
Ganz schön viel Blut. Ich gebe mir wirklich Mühe, es schön zu machen. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das in deine Haut steche. Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzen für Wang Ott immer größer werden. Tut es weh? Ja, aber ich halte durch. Vorsicht! Das tut weh! Plötzlich bittet mich Wang Ott aufzuhören. Mach du lieber weiter. Was du gemacht hast, sieht schrecklich aus. Sieh dir diese Linien an. Du verdienst keine Tätowierung von mir. Grace macht bessere Tattoos als du. Du hast mich sehr enttäuscht. Heute geht es auf die Jagd mit den Kalinga-Männern. Hoffentlich kann ich Wang Ott ein bisschen Fleisch mitbringen, als Entschädigung für meine verheerende Vorstellung beim Tätowieren gestern. Kannst du mit einem Speer umgehen? Nein, kannst du es mir zeigen? Du hältst ihn so. Und dann wartest du auf das Tier. Und dann? Klar? Auf welchen Körperteil soll ich zielen? Ganz egal. Ich gehe also runter und wenn das Tier kommt, steche ich zu. Ja. That's good. Ich war noch nie mit einem Speer auf der Jagd, aber ich muss irgendwie ein Tier töten, um die Männer und Wang Ott zu beeindrucken. Wir suchen nach Tierspuren. Ziemlich steil und es gibt keine Wege. Das sind Spuren von einem Hirsch. Er ist also hier hoch. Ich schwitze und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Plötzlich bricht das totale Chaos aus. Die Hunde bellen und die Männer schreien wild durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das war heftig. Lars, kannst du die Beine zusammenbinden? Das Dorf ist zu weit entfernt, um es noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Daher schlagen wir unser Lager im Wald auf. Bevor das Fleisch aufgeteilt wird, brennen die Männer das Fell ab. Riecht übel. Ich habe das Tier getötet, daher habe ich die Ehre, das Fleisch unter den Männern aufzuteilen. Am Abend sitzen wir alle rund um das Feuer und die Männer erzählen Geschichten aus der Zeit, als sie noch die Köpfe ihrer Gegner gesammelt haben. Wir sind gemeinsam losgezogen, in den Krieg. Ribu.
Wir haben die Männer gejagt und getötet. Dann haben wir die Köpfe abgetrennt und in diese Körbe gelegt. Im Dorf wurde dann getanzt. Sie haben die Gongs geschlagen und die Frauen haben alle getanzt. Später sprechen die Männer darüber, wie ich mich bei der Jagd geschlagen habe. Findet ihr, dass Lars ein Tattoo verdient hat? Einer der Dorfältesten spricht das finale Urteil. Lars ist nach Buskalan gekommen und hat sich bei der Jagd gut gemacht. Wir haben nichts dagegen, dass er ein Tattoo bekommt. Aber das entscheiden nicht wir, sondern Wang Ott. Und niemand weiß, ob sie auch unserer Meinung ist. Heute komme ich mit einer Überraschung für meine Gastgeberin zurück ins Dorf. Ich bin wieder in Buskalan und habe Wang Ott Fleisch mitgebracht. Wild ist hier sehr teuer und selten. Wenn Wang Ott das Geschenk annimmt, kann sie einige Tage davon leben. Ich habe ein bisschen Fleisch für dich. Wohin damit? Gehen wir rein, du bist ein guter Jäger. Du hast gelernt, auf dem Feld zu arbeiten und Reis zu stampfen. Du hast wie ein Kalinga gelebt. Aber es gibt noch einen letzten Test, bevor ich dich tätowieren kann. Ich muss dein Blut lesen. Wang Ott testet mein Blut. Wenn sie ein schlechtes Omen sieht, wird sie mich nicht tätowieren, weil ich dabei sterben könnte. Mal sehen, was ich daraus lesen kann. Es ist gut. Du wirst ein langes Leben haben. Ich habe den Test bestanden. Gut, denn jetzt mit leeren Händen nach Hause zu fahren, wäre schlimm gewesen. Fangen wir an. Du bekommst einen Tausendfüßler. Wang Ott findet, dass ich dieses Symbol verdient habe, weil ich auch nach den vielen Rückschlägen nicht aufgegeben habe. Dann zeig mal, was du gelernt hast. Du fängst mit dem Tattoo an. Halt es so. Sie macht das sehr gefühlvoll. Du machst das gut, Grace. Wang Ott gefällt die Arbeit von Grace. Vielleicht wird sie ja irgendwann mal die Tätowiererin des Dorfes sein. Doch das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Die Kalinga-Meisterin tätowiert mich höchstpersönlich. Wang Ott sticht sehr kräftig zu. Sie bearbeitet dieselbe Stelle immer und immer wieder.
Ich spüre jeden Stich. Manchmal wird die Haut nach oben gezogen und manchmal geht die Nadel einfach durch die Haut. Ich kämpfe mit den Schmerzen. Jetzt kann ich mir vorstellen, was Wang Ott durchmachen musste. Ihre Tattoos wurden alle in 3 Tagen gestochen. Unglaublich. Ich kann kaum glauben, dass ich gerade denselben Schmerz fühle wie die Kalinga-Krieger seit Hunderten von Jahren. Und ich werde dieses Symbol mit Stolz auf meiner Haut tragen. Das war's. Ich bin fertig. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Es sieht toll aus auf der hellen Haut. Jetzt hast du dein eigenes Kalinga-Tattoo. Das werde ich sicher in Ehren halten. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Danke für alles. Jetzt geh raus und zeig allen dein Tattoo. Das werde ich. Ich danke euch beiden für dieses Tattoo. Danke, Grace. Und danke dir, Wang Ott. Jetzt habe ich endlich mein eigenes Kalinga-Tattoo. Es war eine unglaubliche Reise. Die Kalinga haben mich herzlich bei ihnen aufgenommen. Ich werde sie nie vergessen. Vor allem natürlich Wang Ott. Ich bin froh, dass Grace ihr Erbe antreten wird und vor allem, dass ich einen Teil dieser Tradition für den Rest meines Lebens auf dem Körper tragen werde.